Schön, dass ihr da seid auf meinem Channel Natural Curly Lynn. Und zwar teile ich heute mit euch meine 5 besten Tipps für alleinerziehende Mamas und Papas. Für alle, die wo im Studium sind, die Abitur nachholen, die auf Schule sind, die eine Weiterbildung machen, die in der Ausbildung sind. Alle, wo lernen müssen, wo eine Prüfung haben, wo einfach das schwierig ist, Kind und Beruf und das Lernen unter einen Hut zu bekommen. Ich bin alleinerziehende Mama von einer fast 2-jährigen Tochter. Ich habe keinerlei Unterstützung, nicht mal für eine Stunde am Tag oder in der Woche oder im Monat nimmt sie mir jemand ab. Also wir sind wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen. Das ist meine Situation. Lasst uns beginnen. Tipp Nummer 1. Routine entwickeln. Ja, mit einem Baby oder mit einem Kleinkind Routine entwickeln. Ist anspruchsvoll, aber es geht. Ich habe eine Routine entwickelt, die für uns super klappt. Ich habe eine Morgenroutine und ich habe eine Abendroutine. Ich habe eine Lernroutine für mich, eine Kochroutine. Ich habe für alles eine Routine. Ich habe eine Haarwaschroutine und so weiter und so fort. Und zwar Morgenroutine. Ich wache immer um die gleiche Zeit auf. Egal, ob das Kind noch schläft oder nicht, ob ich müde bin oder nicht. Ich schaue auch, dass ich dementsprechend ins Bett gehe, dass ich meine 8 Stunden Schlaf habe, weil ich brauche meinen 8 Stunden Schönheitsschlaf. Ja, ich schaue, dass ich meine 8 Stunden Schlaf habe. Glücklicherweise schläft mein Kind meistens durch. Morgenroutine. Aufwachen, bisschen aufräumen, Betten machen, Frühstück machen. Workout, ganz wichtig, dass man einfach in die Stimmung kommt, was zu tun und ich habe was geleistet und jetzt geht's weiter. Das ist so meine Morgenroutine. Ich habe eine Abendroutine für die Juna, für meine Tochter. Es gibt Abendessen, es wird gebadet oder geduscht. Jeden Samstag werden auf jeden Fall Haare gewaschen. Es kommt darauf an, wenn wir auf dem Spielplatz waren und sie hat gedacht, hey Sand, hallo in meinen Haaren und hat den überall in den Haaren verteilt. Natürlich muss ich das dann auch unter der Woche waschen oder an einem anderen Tag waschen. Aber die Routine ist normalerweise samstags. Wir haben halt solche lockigen Haare. Da geht das super. Also die Haarwaschroutine ist alles eingeplant bei uns. Lasst uns zu Tipp Nummer 2 kommen. Und zwar planen. Ich habe einen Wochenplaner, in dem trage ich alles ein, was ich gerade eben genannt habe. Von Mittagessen bis Duschen bei der Juna, bis Haare waschen, bis Vorbereiten, bis Wochenplaner schreiben. Das ist alles drinnen festgehalten. Einfach nur, ich weiß, ich schaue drauf am Morgen, weiß, okay, das ist heute dran und dann wird das gemacht. Planen, ich habe auch einen Essensplaner. Ich weiß, Freitag, Samstag ist es Obst und Gemüse bei uns im Dorf oder in der Stadt. Immer ein bisschen billiger. Ich kaufe das ein, dann plane ich für die nächste Woche alles. Schau, was habe ich? Was kann ich da draus kochen? Habe ich Reste davon? Was kann ich eingefrieren? Alles Mögliche. Das wird alles geplant bei mir. Einkaufsliste wird geplant, dass ich nicht einfach durch den Supermarkt durchrenne und denke, oh, das brauche ich auch noch und das brauche ich auch noch und das brauche ich auch noch. Nee, nee, nee. Das wird geplant, es wird aufgeschrieben über die ganze Woche, was brauche ich so, was geht aus und so weiter und so fort. Quality Time mit meinem Kind ist auch eingeplant. Ich habe jeden Tag ein bisschen Quality Time für uns und also spezielle Zeit für uns, wo ich mich einfach nur mit meiner Tochter beschäftige, ohne irgendwas. Ich habe
in meinen Wochenplaner, wann ich lerne. Ich habe in meinen Wochenplaner, wann ich Zeit für mich habe. Sehr, sehr wichtig, Zeit für euch. Nehmt sie euch, auch wenn der Tag voll ausgebucht ist. 15 Minuten für euch ist viel Zeit. Tipp Nummer 3. Vorbereiten. Ich liebe Meal Prep. Das ist das Beste, was jemals passieren konnte. Meal Prep. Ich plane also meinen Essensplan. Ich kaufe ein, ich plane meinen Essensplan und dann prep ich. Dann koche ich vor. Dann gefriere ich dementsprechend ein. Dann schaue ich, wo ist ein Tag, wo ich etwas anderes essen will, wo ich länger in der Küche stehe. Dann schaue ich, dass ich am nächsten Tag nicht so lange in der Küche stehe. Und so weiter und so fort. Vorbereiten kann man die Klamotten für die ganze Woche. Gerade wenn das Kind mitredet und sagt, oh, das will ich nicht anziehen, das ist hässlich. Nehmt euch Zeit mit eurem Kind zusammen, plant die Klamotten für die Woche und ihr spart einen Haufen Zeit. Genauso wie für euch selbst. Wenn ihr jemand seid, der wo einfach eine halbe Stunde vorm Schrank steht und denkt, ich habe nichts zum Anziehen und der Schrank ist voll, plant es. Plant einfach, was ziehe ich an. Abends räume ich auch immer auf und bereite vor für den nächsten Tag, zum Beispiel mein Smoothie. Ich tue das Gefrorene natürlich im Gefrierfach lassen, aber den Rest, da wo alles mein Smoothie kommt, den bereite ich schon abends vor, tue alles reinschütteln, tue das in den Kühlschrank und am nächsten Tag einfach noch die gefrorenen Gemüse- oder Obstsorten dazu und dann mixen. Overnight Oats, so ein Joghurt aus Haferflocken, so ungefähr. Das kann man vorbereiten, abends oder die Woche, für die Woche vorbereiten oder zumindest für 4 Tage. Solche Sachen. Schaut, wo ihr vorbereiten könnt, schaut, wo ihr planen könnt und wo ihr Routine eingebaut habt und dann ergänzt. Das ist sehr wichtig. Ergänzt eure Routine. Ich habe zum Beispiel von 6 Uhr bis 8 Uhr bin ich ausgebucht frühs. Das ist einfach so. Da ist eine ganze Routine reingepackt. Workout, Duschen, alles Mögliche und danach habe ich noch ungefähr eine Stunde, bis ich mit allem wieder anfange, mit Lernen anfangen, bis ich, nachdem ich vorbereitet habe, die Sachen für den Tag. Und da kann man zum Beispiel noch was reinpacken. Das ist sehr wichtig. Tipp Nummer 4. Stay motivated. Stay disciplined. Stay consistent. Das heißt, bleib motiviert. Bleibt diszipliniert, bleibt konsistent. Das ist so schwierig mit Kind und alleine immer auf einer gewissen Ebene zu hantieren, immer die gewisse Ebene Energie zu haben. Es ist schwierig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es wie mit der Routine, wie mit dem Autopilot. Man macht es einfach. Und das ist das Wichtige. Deswegen müsst ihr euch motivieren. Ich höre zum Beispiel gerne in der Morgenroutine Motivationskanäle auf YouTube an oder Podcasts von motivierenden Leuten, von Leuten, die wo ich einfach toll finde, wo ich denke, da schneide ich mir ein Stückchen ab und das projiziere ich auf mich. Zum Beispiel, wenn jemand total viel Disziplin hat. Ich muss nämlich an meiner Disziplin arbeiten, ich gebe es zu. Aber keiner ist perfekt und wenn uns an jemandem etwas gefällt, dann können wir schauen, sowas Ähnliches könnte ich für mich mit einarbeiten in meinem Tag, in meinem Leben. Deswegen Motivation, schaut, dass ihr nur das Richtige in euren Kopf lasst. Bei mir gibt es zum Beispiel kein deutsches Fernsehen. Ich habe das gar nicht angeschlossen. Das ist zwar am Haus dran, aber ich habe es nicht angeschlossen. Weil mittags kommt nur Quatsch, wenn ich Zeit hätte, wenn ich Zeit für mich habe. Und einfach nur den Fernseher laufen lassen beim deutschen Fernsehen geht für mich nicht, weil sehr viele Sachen kommen, wo ich nicht mit einverstanden bin, dass meine Tochter das eventuell sieht oder dass überhaupt, dass ich das in mein Hirn reinlasse und es aufnehme, auch wenn es nur unterbewusst ist. Deswegen, ich lasse gerne Musik laufen. Ich brauche immer ein bisschen Hintergrund-Noise. Ich brauche irgendwas im Hintergrund. Meistens lasse ich Musik laufen. Es gibt kontrollierte Zeit, wo meine Tochter, ja, sie ist jung, aber manchmal geht es mir auch nicht energiemäßig so gut,
überhaupt einfach, manchmal gibt es Tage, wo man sich nicht gut fühlt. Und da darf sie natürlich Fernsehen schauen. Da darf sie ausgewählte Cartoons anschauen. Zum Beispiel Unas und Babas Insel auf Netflix finde ich super. Das ist so süß gemacht. Die Bilder, die sind nicht zu schnell. Es ist nicht zu grell von den Farben. Sowas darf sie mal anschauen. 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach nur, wenn es mir an dem Tag energiemäßig überhaupt nicht gut geht, dass ich mich da auftanken kann. Stay motivated, schaut, was ihr in euren Kopf reinlasst und schaut, dass es Positives ist. Auch wenn es unterbewusst ist, auch wenn es nur nebenher ist, es wird aufgenommen vom Hirn. Es wird in unserem Kopf aufgenommen, es wird in unserem Körper aufgenommen. Deswegen achtet drauf. Nummer 5. Finde dein Warum. Man braucht ein Warum. Warum mache ich das jetzt? Warum mache ich die Ausbildung? Warum mache ich mein Fernstudium, dass ich Abitur bekomme? Wenn ihr dieses Warum habt, schreibt es euch überall auf. Wenn ihr demotiviert seid, wenn ihr keine Disziplin habt und einfach nicht konsistent seid für mehrere Tage und ihr merkt, ihr habt einfach keine Energie dafür, irgendwas für die Schule, für Studium, für die Ausbildung zu tun. Setzt euch hin, schreibt nochmal alles auf. Warum macht man das? Was ist der Weg dorthin? Und lasst es immer wieder wirken auf euch. Macht euch vielleicht ein Vision Board, wo ihr einfach alles draufklebt, was ihr erreichen wollt, was ihr haben wollt. Und klebt es irgendwo hin, wo ihr das immer seht. Das ist so wichtig, einfach nur Tipp 4 und 5 sind eigentlich verbunden. Das ist aber so wichtig, dass man einfach weiß, hey, das ist mein Warum, in die Richtung will ich hingehen, also muss ich motiviert bleiben. Schaut, dass ihr vielleicht ein paar Sachen da integriert in eure Routine, gerade mit der Motivation, gerade wenn ihr eine Morgenroutine habt oder eine Abendroutine, dass man da solche Sachen anhört, dass man einfach sagt, jetzt liege ich eh in der Badewanne, dann kann ich das im Hintergrund laufen lassen. Und so tut ihr einfach euren Kopf wieder programmieren auf das, was ihr wollt. Das ist so wichtig. Gebt nicht auf, ihr schafft das. Es ist schwer, es ist sehr schwer, aber ihr schafft das. Ganz besonders, wenn ihr noch am Anfang seid und wenn ihr noch vielleicht ein Baby habt oder wenn ihr gerade in einer schwierigen Zeit mit euren Kindern seid. Ihr schafft das. Fahrt runter, schaut, was kann ich verbessern? Was muss ich verbessern? Was kann ich einbauen? Was kann ich weglassen? Und schaut, was für euch am besten hilft. Jeder ist anders, jede Familie ist anders. Und es ist in Ordnung, wenn man anders ist. Und es ist in Ordnung, wenn man mal einfach nicht mehr kann. Dann setzt man alles auf Seite, programmiert euch neu, schaut, was möchte ich. Wie kann ich dorthin kommen und dann fangen wir von neuem an. Ich denke, das waren alle meine Tipps. Nummer 1, Routine entwickeln. Nummer 2, planen. Nummer 3, vorbereiten. Nummer 4, Motivation, Disziplin, Konsistenz. Und Nummer 5, finde dein Warum. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Hinterlasst mir einen Kommentar. Schaut auch in die Infobox. Ich verlinke euch da ein paar Sachen, wo ich gerne habe. Bis bald!